Moin Leute und damit ein ganz herzliches Hallo zur ersten Spieltagsprognose der Saison 2019-2020. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen und es geht endlich wieder los, Leute. Ich bin extrem heiß drauf, will gar nicht so lange rumschwafeln, nur noch ein, zwei Dinge. Heute gibt's das Topspiel Gladbach gegen Schalke in voller Länge, also als Einzelspiel sozusagen, ungeschnitten mehr oder weniger. Dann die Konferenz am Samstag, die anderen Spiele Bayern, Frankfurt und Union jeweils gegen ihre Kontrahenten in der Zusammenfassung. Die Timelinks werdet ihr irgendwo finden, falls ihr euch nicht für alles interessiert. Die Konferenz, Tore und die Tore von Gladbach gegen Schalke, auch die sind nochmal kurz zusammengefasst, aber eben ohne Kommentar. Da findet ihr dann einfach ja, ganz normal die Highlights vor. In der Infokarte ist noch ein Video verlinkt zu meinem Zweitkanal, falls ihr euch dafür interessiert, wie so eine Prognose entsteht mit Aufnehmen, Schneiden und so weiter und so fort. Da habe ich das alles in allem mal kurz zusammengefasst. Könnt ihr euch quasi also dieses Making-of reinziehen, wenn ihr euch dafür interessiert. Die meisten sind eh nur für die Prognose da, das ist auch gar nicht schlimm. Darauf freue ich mich und jetzt geht's los. Wir schauen nochmal auf die Partien und dann ist das Gelaber auch vorbei. Freitagabend eben Bayern gegen Hertha BSC, dann am Samstag Dortmund gegen Augsburg, Leverkusen gegen Paderborn, Wolfsburg gegen Köln, Bremen gegen Düsseldorf, Freiburg gegen Mainz. Das Topspiel Gladbach gegen Schalke am Samstagabend, Sonntagnachmittag Frankfurt gegen Hoffenheim und zum Abschluss Neuzugang 1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig. So, jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß beim Zuschauen und bleibt bitte fair in den Kommentaren. Es hat lange gedauert, doch am Freitagabend war es dann soweit. Der FC Bayern München gegen Hertha BSC zum Auftakt in diese Bundesliga-Saison. Der FC Bayern möchte den Titel verteidigen, das ist klar. Hertha unter Ante Čović komplett neu eingestellt. Da soll spielerisch insbesondere noch besser werden. Die erste Möglichkeit gehörte natürlich dem FC Bayern München. Müller setzt nach, Kopfball. Dann kein Problem für Jahrstein, doch es gab eine kleine strittige Aktion, da schnellt die Hand raus. Es gab keinen Einsatz des Videoassistenten. Der FC Bayern München hielt sich damit nicht lange auf und kam wieder nach vorne. Lewandowski mit der Flanke und nach gerade mal 11 Minuten hatte der FC Bayern schon wieder zugeschlagen. Müller läuft gut ein auf den ersten Pfosten. Lässt dann Jahrstein wenige Möglichkeiten. Der steht nicht ganz optimal. Die Flanke von Lewandowski ist aber auch wirklich gut geschlagen. Und der Rekordmeister wollte direkt einen nachlegen. Das ist Thiago. Schöner Ball in die Schnittstelle. Thomas Müller lässt sich nicht zweimal bitten. Und wuchtet dann den Ball in die Maschen. Jahrstein reagiert nicht mehr. Das von Hertha aber tatsächlich extrem fahrlässig verteidigt und nach vorne kam auch zu wenig aus Sicht der Gästemannschaft. 10 Minuten bis zum Seitenwechsel und wieder der FC Bayern. Lewandowski mit der nächsten Vorlage. Das ging jetzt viel zu einfach. 37. Minute. Und es trat das ein, was man schon so oft gesehen hat. Zum Saisonauftakt bei den Bayern. Eine ziemliche Packung schon nach 45 Minuten für den Kontrahenten. Aber Hertha BSC wollte es jetzt besser machen im zweiten Abschnitt, musste sich dann auf die Defensive konzentrieren, ein Debakel vermeiden und dann konnten sie die Bayern weitestgehend vom eigenen Kasten fernhalten, weil die aber auch wirklich vom Gaspedal gingen. Somit eine Viertelstunde noch zu spielen und der FC Bayern legte nochmal zum Schluss etwas zu. Leon Goretzka, Thomas Müller sucht Serge Gnabry ans Aluminium und es hätte hier fast 4:0 gestanden. Zumindest das kämpferisch erarbeitete Glück im zweiten Durchgang hatte die Hertha jetzt zunächst auf der eigenen Seite. Kurze Zeit später Eckball von rechts. Kann nicht geklärt werden und Goretzka steht genau richtig. 79. Minute 4:0 für den FC Bayern München.
Ja, Stein irrt darum, aber kann nichts mehr verhindern. Zumindest der Ehrentreffer sollte noch her für die Hertha. Sie taten sich bis zum Ende schwer, aber dann auch spielerisch tatsächlich mal ganz ansehnlich. Turunariga mit dem Flankenball und die Ibišević in der 83. mit der besten Chance von Hertha BSC. Manuel Neuer kann aber parieren, spielt damit zu Null. Der Saisonauftakt für die Bayern ist absolut geglückt. Standesgemäß gewinnen sie mit 4:0 gegen enttäuschende Herthaner. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur ersten Konferenz der Saison 2019-2020. Wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Signal Iduna Park, auch Westfalenstadion genannt. Der BVB möchte gegen den FC Augsburg das erste Ausrufezeichen setzen und spielt mit voller Kapelle, außer im Kasten vielleicht Marvin Hitz statt Bürki dabei, der ist noch angeschlagen. Kuriert sich aus, das die ersten Eindrücke hier aus Dortmund. Wir schauen nach Freiburg. Der erste FSV Mainz 05 ist zu Gast und die Mainzer taten sich schwer gegen Kaiserslautern, flogen am Ende etwas unglücklich raus. Jetzt soll es in der Liga den ersten Erfolgseindruck geben gegen Freiburger, die sich knapp durchsetzen gegen Magdeburg am Ende mit 1:0 in der Verlängerung. Wir schauen noch kurz auf die Aufstellung der Mainzer und dann schauen wir ins Weserstadion. Wo der SV Werder Bremen tatsächlich schon zum zweiten Mal antritt, ja, im Pokal gegen Atlas Delmenhorst. Auf dem Papier zwar ein Auswärtsspiel, doch auch das fand hier in der heimischen Arena statt, im heimischen Stadion. Den etwas neumodischen Namen möchten wir uns mal sparen. Wir schauen noch weiter nach Leverkusen, da ist Paderborn zu Gast. Der SC Paderborn tritt an in seine zweite Spielzeit im deutschen Oberhaus, möchte diesmal länger bleiben als nur eben eine Saison. Für Bayer Leverkusen geht es darum, den Tabellenplatz 4 zu bestätigen. Da ist ein Sieg heute gegen den Sportclub logischerweise Pflicht und wir schauen nach Wolfsburg. Der VfL im 3-4-3, die letzten Anschnitte der Aufstellung der Gastgeber haben wir soeben noch erblicken können. Der erste FC Köln ist zu Gast. Die Geißböcke nach einem Jahr der Abstinenz wieder zurück, Horn im Kasten. Einige Neuzugänge natürlich dabei. Und man möchte sich festigen. Es wird von den Kölnern nicht vieles erwartet, aber der sichere Klassenerhalt ist eigentlich eingeplant und somit ist das auch erstmal von hier gewesen. In Dortmund geht's los. Paco Alcácer steht bereit, um den Anstoß auszuführen. Und somit starten wir in diese Konferenz. Der BVB in Schwarz-Gelb von links nach rechts im ersten Durchgang. Das ist keine Frage. Und Augsburg in Weiß-Grün von rechts nach links. Die müssen nach dem 2:1 in Fehl Schadensbegrenzung heute betreiben, wollen natürlich die Borussen auch ärgern, aber wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt. Der BVB nimmt hier das Spielgerät gleich mal an sich. Axel Witzel, Ballverlust, ab nach Bremen, der erste Treffer ist gefallen. Ganz frühes 1:0 für den SV Werder Bremen, vierte Spielminute, Davy Klaassen lässt das Weserstadion jubeln. Starke Aktion davor, aber auch von seinen Mitspielern und Steffen ist dann gegen diesen gut platzierten Schuss, der unter die Latte passt, chancenlos. Dieses Jahr soll es für den SVW natürlich in die Europa League gehen. Das ist jetzt
der allererste Schritt in diese Richtung. Fortuna Düsseldorf wird von vielen als haushoher Abstiegskandidat gerechnet. Wie schon in der vergangenen Saison, es liegt an ihnen, wieder das Gegenteil zu beweisen. Das ist jetzt erstmal ein ziemlich schlechter Start. Thomas Pledel nimmt Gieselmann mit. Moisander passt aber auf. Hennings wird gelegt, es gibt aber Vorteil. Baker zu Oliver Fink. Und dann haben wir hier auch den ersten Abschluss für die Fortuna. Achte Minute, die Gäste sind auf jeden Fall gewillt, hier mitzuspielen. Das war's hier mit den ersten Eindrücken aus Bremen. Wir schauen nach Leverkusen. Bayer 04 in den schwarzen Trikots, hier gegen tiefstehende Paderborner, die aber auch gerne nach vorne mal mitgehen. Jetzt stehen sie erstmal kompakt. Kevin Volland, Kerim Demir bei, findet die Lücke und Leon Bailey trifft. 11. Minute, 1:0 für Bayer 04 Leverkusen. Die Bayer Arena in heller Freude. Gut durchgespielt, die Lücke gefunden. Bailey fackelt nicht lange rum und lässt Hut im Kerzen der Paderborner. Keine Chance mehr aus kurzer Distanz diesen Ball zu erreichen. Aus der Hintertorperspektive sah es vielleicht etwas unglücklich aus, doch unter dem Strich, denke ich, kann man da dem Keeper nicht viel vorwerfen. Leon Bailey trifft zum 1:0 für die Gastgeber. Und es fällt das nächste Tor in Bremen. Also ab nach Bremen. Der Ausgleich. Das, was ich eben schon ganz kurz angedeutet hatte, mit der ersten guten Möglichkeit für Fortuna Düsseldorf, münzt sich jetzt in den Treffer um. Was für ein Tor von Oliver Fink. Setzt da zum halben Seitfallzieher an, lässt Pavlenka aus kürzester Distanz nicht mehr abwehren und sticht zu. Also hier steht's 1:1. Wir wollen uns die ersten Eindrücke aus Wolfsburg abholen. Ab in die VW Arena. Der erste FC Köln konzentriert. Heute gegen starke Wolfsburger wäre man vielleicht auch mit dem Punkt zufrieden. Doch das ist noch lange hin. Doch der VfL zeigt hier von Beginn an, wo lang es gehen soll. Maxi Arnold, Brooks und Yannick Gerhardt. Timo Horn muss eingreifen. Kein größeres Problem für ihn. Er wehrt ihn aus Sicherheitsgründen zum Eckstoß ab. Aber da fehlte den Kölnern soeben der Zugriff auf die Situation, dass dieser Abschluss überhaupt zustande kam. Erzürnte den Schlussmann der Gästeelf. Und jetzt ist der Ball im Tor. 16. Spielminute. Wout Weghorst schlägt zu. Nach der Chance von Gerhardt. Unmittelbar eben dieser Eckstoß. Aber wie der Niederländer das macht, ist sensationell. Steigt am ersten Pfosten hoch. Da ist nicht viel Druck drauf. Aber er verlängert ihn. Der wird ein bisschen zur Bogenlampe. Horn kann ihn nicht mehr erreichen. Wolfsburg führt 1:0. Wir schauen mal im Breisgau vorbei. Der SC Freiburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Beiden wird ein unterer Tabellenmittelfeldplatz zugesprochen. Da würde der SC Freiburg vermutlich besser mitleben können als Mainz. Aber auch da fand wieder ein großer Umbruch statt. Dementsprechend sind alle Karten neu gemischt. Hier gab es noch nicht so richtig viele Möglichkeiten. Sie gehen erstmal beidseitig auf Sicherheit. Das kann sich dann erstmal auch so sehen lassen. Schnell nach Dortmund. 1:0 für den BVB. 20. Minute. Marco Reus köpft den Ball in den Kasten.
Starker Ball von Sancho. Piszczek mitgelaufen. Und in der Mitte setze ich Marco Reus dann eben durch. Mit etwas Glück ist er sicherlich auch haltbar. Doch Marco Reus kriegt genügend Druck drauf. Und aus kurzer Distanz erzielt er dann den ersten Saisontreffer für den BVB. Das ist absolut folgerichtig. Die Fuggerstädter mit argen Problemen in der Spielanlage überlassen den Dortmundern nahezu komplett den Ball. Wenn sie mal nach vorne etwas probieren, dann ist es absolut harmlos und geht relativ schnell wieder in die andere Richtung. Der BVB macht das aber auch reif, spielt ganz geduldig, kommt eben zu seinen Möglichkeiten, sucht immer wieder diese Lücken. Paco Alcácer mit dem Abschluss, Suchi schmeißt sich rein. Deswegen keine Gefahr hier. Es könnte durchaus auch 2-0 stehen. Jetzt gibt's einen Eckstoß, der ebenfalls zum Erfolg führen könnte. Marco Reus legt ihn sich zurecht. Hazard kommt kurz. Der dribbelt dann aber etwas unglücklich da ins Aus. Nun, wir schauen nochmal aufs Tor. Der BVB führt mit 1-0 und dann gucken wir nach Leverkusen. Auch hier führen die Gastgeber mit 1-0. Der SC Paderborn hat ein paar ganz gute Ansätze nach vorne, aber erfolgreich oder gefährlich überhaupt war es bis dato noch nicht. Wieder Leverkusen. Bellarabi mit der Flanke. Jans, der rechte Verteidiger, passt aber erstmal auf. Jetzt eine Kontermöglichkeit. Oliveira Sosa vom MSV Duisburg gekommen. Aber mit dem missglückten Passspiel kriegt da weder Collins auf links außen noch Michel in der Doppelsturmspitze in Szene gesetzt, sodass der Bayer Verteidigung hier wieder mal ein Kompliment zu machen ist. Sie lassen wenig zu und somit kaum Torgefahr vom SC Paderborn. Nun über Jasula und Vasiliades. Jasula mal mit dem guten Ball zu Linsky. Nimmt über rechts Oliveira Sosa mit. Doch auch das ist wieder zu unglücklich. Kann ohne Probleme geklärt werden. Über eine halbe Stunde gespielt. Leverkusen führt hier ganz klar verdient. Der Pass hier ist mal missglückt. Wir schauen nach Wolfsburg. Noch 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Der VfL führt ja ebenfalls 1-0. Absolut verdient. Horn hat hier Probleme mit der Flanke, geht auf Nummer sicher. Und nun die Möglichkeit zum Kontern für den ersten FC Köln. Doch das dauert alles in allem etwas zu lang. Wolfsburg ist wieder formiert. John Córdoba legt nach außen. Und dann hat Roussillon wieder die Ballkontrolle erlangt und wird von Brooks da wieder bespielt oder angespielt. Diese Partie strotzt nicht gerade vor Torchancen, doch zumindest ist das, was der VfL Wolfsburg an die Anzeigentafel gebracht hat, zufriedenstellend für die Fans, die hier gekommen sind. Der erste FC Köln hingegen bislang noch ohne große Akzente. Nun kommen sie wieder hinten in Bedrängnis. Klaus hat die gute Übersicht. Steffen auf Arnold! Maxi Arnold, das muss es eigentlich sein. Fehlt natürlich nicht viel und es war auch sein schwächerer rechter Fuß. Dennoch musste er aufs Tor gebracht werden. Timo Horn ist da ansonsten ziemlich Tor in Leverkusen beschäftigungslos. Und jetzt nach Leverkusen. Das 2-0 und der Neuzugang aus Sinsheim sticht zumindest einer davon. Nadim Amiri mit dem 2-0. Erst der Pfostenschuss von Bailey. Amiri staubt ab. Hut ist bereits geschlagen und Jasula kommt den Schritt zu spät. Bringt sich nicht mehr rechtzeitig zwischen Tor und Spieler oder Tor und Ball. Und somit steht es hier 2-0. Wir gehen nochmal nach Freiburg.
Der SC Freiburg ist hier die tendenziell etwas stärkere Mannschaft, haben wir auch eben oben am Ballbesitz erkannt, aber auch das ist im Großen und Ganzen eher ernüchternd. Der erste FSV Mainz 05 versucht sich eben in der Defensive dann nach vorne mal solche Bälle zu spielen. Karim Unisivo mit dem Flankenball und Danny Latzer. Wenn man so wenige Möglichkeiten hat wie der erste FSV Mainz 05, dann muss man sie natürlich machen. Und das war hier für Danny Latzer gerade eine richtig gute Chance. So steht es weiterhin 0:0. Auf den anderen Plätzen ist bis auf Leverkusen schon Spielschluss für den ersten Abschnitt. Und hier bekommen wir auch keine Möglichkeit mehr. Also nochmal schnell nach Leverkusen. Wie gesagt, da läuft die Partie noch. Und Leverkusen kommt nochmal. Havertz zu Karim Bellarabi. Der legt zurück zu Havertz und es steht 3:0. Zweite Minute der Nachspielzeit und das dürfte es eventuell jetzt sogar schon gewesen sein. Das ist das Risiko des Spiels von Steffen Baumgart. Entweder volle Kraft voraus oder hinten die Hucke voll bekommen. Gegen eine Mannschaft wie Leverkusen kann es eben ganz schnell bitter enden und so steht es hier. Nach gerade mal 45 Minuten 3:0 für die Gastgeber. Nicht, dass der SC Paderborn nicht im letzten Jahr dazu in der Lage war, so etwas zu korrigieren. Aber das war eben auch noch zweite Liga, bei allem Respekt. Das dürfte gegen Leverkusen nochmal eine Stufe härter werden. So ist es aber erstmal. Bayer 04 Leverkusen führt ganz klar und auch hochverdient mit 3:0. Paderborn hat eine dicke Aufgabe im zweiten Abschnitt. Das war's jetzt fürs Erste. Wir schauen kurz auf die Halbzeitergebnisse und dann kann es im zweiten Durchgang hoffentlich torreich schon weitergehen. Der BVB führt nach 45 Minuten 1:0 gegen den FC Augsburg, Leverkusen sogar 3:0 gegen Paderborn, Wolfsburg 1:0 gegen Köln, Bremen und Düsseldorf 1:1 und Freiburg gegen Mainz 0:0. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht es jetzt postwendend weiter mit der zweiten Halbzeit der Konferenz. Zurück im Westfalenstadion. Wir schauen noch einmal auf das 1:0 durch Marco Reus. Vorgelegt von Lukas Piszczek. Khedira ist da zu spät dran. Und dann sitzt der Ball im Kasten. Das vom FC Augsburg bislang war durchaus enttäuschend. Wobei man auch ehrlich gestehen muss, etwas war damit schon zu rechnen. Aber sie bekommen eben kaum, nahezu nichts nach vorne. Und somit diese Führung für den BVB hochverdient. Sie müssen nur bestenfalls jetzt ein nachlegen. Paco Alcácer erstmal mit dem Querschläger, der aber nicht bestraft wird, weil Nico Schulz gut aufpasst. Der BVB auch bei Ballverlusten schnell wieder mit der Ballkontrolle. Jadon Sancho, Piszczek, rennt sich da fest. Wir schauen mal weiter. Sind mal wieder in Bremen im Weserstadion zu Gast. Und Fortuna Düsseldorf hat sich dieses 1:1 auf jeden Fall erkämpft und hat erarbeitet. Nächste Möglichkeit. Pavlenka muss wieder eingreifen und tatsächlich schwenkt die Tendenz gerade in Richtung der Fortuna. Was ist mit Werder Bremen los? In der letzten Saison schon mit einem 1:1 gegen Hannover 96 gestartet, kurz vor Schluss erst ausgeglichen. Das ist nicht der Anspruch, den man hier so hegt und pflegt. Und wie gesagt, es soll in die europäische Klasse gehen. Das ist ganz klar. Dazu sollte man mit einem positiven Heimauftakt in die Saison starten. Doch Fortuna Düsseldorf hat eben auch in der letzten Saison gezeigt, was sie für ein unangenehmer Gegner sein können. Gieselmann bringt den Ball rein. Yuya Osako passt aber auf, doch der Gast
bleibt weiter in dem Ballbesitz. Bernhard Tepetay auf der rechten Außenbahn. Eggestein geht auf Nummer sicher, klärt den Ball zum Eckstoß. Und den werden wir uns natürlich noch anschauen. Die Ostkurve ist noch positiv. Die Stimmung hier im Weserstadion auf jeden Fall à la Bonheur. Doch wenn ich das richtig sehe, gibt es jetzt unten noch einen Wechsel. Und ja, diese Zeit wollen wir uns in der Konferenz natürlich nicht nehmen. Wir melden uns, wenn was aus dem Eckstoß entsteht. Ab nach Wolfsburg. Knappe Stunde gespielt. Der VfL führt nach wie vor mit 1:0. Ansonsten hätten wir uns auch bemerkbar gemacht. Yannick Gerhard verlässt das Feld. Da wird Xaver Schlager neu dabei auf dem Feld. Die Wölfe spielen das ganz souverän. In der Defensive lange nicht mehr so anfällig wie gegen den hallischen FC. Gut, anfälliger kann man auch kaum sein. Trotzdem nötigt das gewissen Respekt. Und den möchte man an dieser Stelle hier zollen. Vorm Defensivkonzept der Wolfsburger, die auch nach vorne ganz überlegt spielen. Kein Feuerwerk abbrennen, auf keinen Fall. Tor an Leverkusen. Aber in Leverkusen scheinen sie ein Feuerwerk abzubrennen. Hinder. Ja, 4:0. Hünemeyer gerade noch im Anschnitt gesehen. Der ist komplett bedient. Hier ist jetzt endgültig alles klar. Und für den SC Paderborn, der sich eben eine Viertelstunde lang ganz gut präsentierte und akklimatisierte, könnte es jetzt richtig bitter werden. Wenn es das mit einem 4:0 nicht sogar schon ist. Leon Bailey mit dem Doppelpack. Darf dann direkt mal runter. Diaby betritt das Feld. Ja, und die Leverkusen-Fans, die können äußerst zufrieden sein. Das ist hier ein richtiges Spektakel. Klar, der zweite Abschnitt kam jetzt etwas Fahrt in den Tritt. Doch mittlerweile sind sie wieder voll dabei. Nun der SC Paderborn, Oliveira Sosa. Die Flanken sind auch nicht wirklich zielführend. Und Leverkusen hat keine Probleme, das zu klären. Jetzt aber mal ein Fehler. Michel legt zu Zolinski, aber das ist absolut ungefährlich. Der geht weit am Kasten vorbei. Tor in Dortmund. Und wir schauen nach Dortmund. Da wurde zugeschlagen. Der BVB erzielt das so überfällige und erlösende 2:0. Durch Mario Götze. Schöne Direktabnahme da in der Mitte. Da ist aber auch wieder weit und breit viel Platz. Suchi kommt zu spät. Und Fehler, die bereits der SC Verl ausnutzen konnte im DFB-Pokal, werden auch hier wieder offenkundig. Da fehlt in der Defensive noch die Abstimmung. Klar, Raube Leo verletzt, Hinteregger, aber der hat auch schon im letzten halben Jahr nicht mehr mitgespielt. Fehlt auch an allen Ecken und Enden. Und jetzt so ein Verzweiflungsschuss. Hier steht 2:0, ab nach Freiburg. Wir warten noch auf den ersten Treffer. Nun der erste FSV Mainz, etwas besser in die Partie gekommen. Und so dann auch mal wieder ein Abschluss. Karim Onisivo dreht den aber eher aus dem Tor raus. Kommt jetzt auch vom Feld. Dafür Burkhardt neu dabei. Der gegen Kaiserslautern reinkam, aber keine Akzente mehr setzen konnte. Aber da ist ihm natürlich kein exklusiver Vorwurf zu machen. Brosinski haut am Ball vorbei. Viel Platz jetzt für Roland Salay. Über die linke Seite. Da muss dann eigentlich die Flanke kommen. Er hat die gute Übersicht für den mitgelaufenen Günther. Abraschi. Koch, Borello und Jonathan Schmid. Wo ist der Abschluss? Da ist er! Das Beste Tor in Bremen. SCF im zweiten Durchgang. Und wir schauen nach Bremen. Der SVW geht wieder in Führung. Maximilian Eggestein mit dem 2:1 und die Düsseldorfer im Hintergrund. Natürlich komplett bedient. Einwurf von der linken Seite. Dann über ein paar Ecken zu Eggestein. Der dreht sich richtig gut
und lässt dann Steffen aus kurzer Distanz keine Chance. Das hier ist entscheidend, diese Bewegung. Werder führt 2:1. Wie sieht's in Wolfsburg aus? Köln hatte gerade die Möglichkeit, zumindest hier mal auszugleichen, wenngleich das nicht wirklich gefährlich wurde. Steffen hat das Feld verlassen, dafür Josep Brekalo neu dabei. Aber Köln ist hier drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Córdoba. Doch Gyavogi haut alles rein. Ballbesitz komplett ausgeglichen. So sieht diese Partie auch aus. Das ist hier wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge für den VfL. Die müssten hier nachlegen, um Sicherheit zu haben. Aber dazu ist der erste FC Köln in der Defensive auch zu gut, zu kompakt. Jetzt vielleicht mal Joao Victor. Tor in Dortmund. Schlager. Wir schauen noch drauf. Und dann nach Dortmund. Hier passiert nichts. Diese Partie ist endgültig vorbei. 3:0 Thorgan Hazard in der 75. Spielminute. Tunnelt noch Georg Taigl bei diesem Schuss. Und somit auch standesgemäß diese Führung. Der Belgier schlägt zu in seinem ersten Bundesligaspiel für die neue Mannschaft. Wir schauen dahin, wo es etwas knapper ist. Im Gegenteil, Leverkusen hat hier alles im Griff. Aber bevor die heiße Schlussphase anfängt, wollen wir nochmal drauf schauen und vermutlich uns dann auch aus der Konferenz schon verabschieden, denn hier ist nicht mehr relativ viel zu holen. Vielleicht noch das fünfte oder der Ehrentreffer für Paderborn, aber wie gesagt, dann würden wir hier natürlich rübergehen. Aber unter dem Strich ist das vom SC Paderborn eine ziemliche Bauchlandung. Hier gibt es ein paar Wechsel. Wir gehen jetzt dahin, wo es wirklich spannend ist. Zumindest vom Ergebnis ist es hier in Freiburg noch komplett offen. Aber die Möglichkeiten sind dann doch sehr, sehr rar gesät. 80. Minute, Burkhardt im Abseits. Ja, und das ist ziemlich deutlich sinnbildlich für diese Partie, die einiges hat vermissen lassen. Klar, für beide Teams ist es immer wieder schwer, in Saisons reinzufinden, wenn wichtige Spieler fehlen. Und somit lässt sich das hier wohl auch erklären, aber ein bisschen mehr hofft man ja immer noch zu sehen. Boetius, auch diese flache Flanke, komplett ohne jeglichen Druck und somit keine Gefahr für die Freiburger Hintermannschaft. Da kann man das Kompliment natürlich aussprechen an die beiden Verteidigungsreihen und die Torhüter, die hier tadellos spielen. So auch hier, Heinz drischt ihn raus. Gibt den nächsten Wechsel. Alexandro Maxim kommt für Danny Latzer. Latzer, der eine gute Chance hatte kurz vorm Seitenwechsel. Die hatten wir gesehen. Ansonsten von ihm im zentralen Mittelfeld das üblich gewohnte stabile Bild. Nun Mainz. Brosinski! Und wie aus dem Nichts jetzt mal eine Chance. Davon muss man sich erstmal erholen. Wir gehen nochmal nach Bremen. Kommt Düsseldorf zurück. Viel Zeit bleibt nicht mehr für die Elf von Friedhelm Funkel. Und sie bekommen gerade auch keinen Zugriff mehr. Werder Bremen hier im Angriff. Füllkrug. Eggestein und Steffen verhindert die Entscheidung. 89. Minute, das wäre es natürlich endgültig gewesen. Bozek kommt für Morales. Nochmal ein bisschen mehr Erfahrung für den Schlussspurt. Doch wenn die Düsseldorfer da hinten nicht rauskommen, dann wird es nichts mit diesem
2:2, dass sie sich durchaus erarbeitet hätten, aber für Werder Bremen ist dieses 2:1 auch nicht ganz unverdient. Tor an Dortmund. Fink trischt ihn raus und wir wollen nochmal nach Dortmund schauen. Mario Götze mit dem Doppelpack. 2. Minute der Nachspielzeit. Das geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Stark von Götze gemacht. Schöne Drehung. Sochi kommt wieder zu spät. Und er schlägt perfekt ein. Hier ist alles klar. Kommt Köln nochmal. Sie hatten gerade eine Möglichkeit dazu. Cosiello mit dem Abschluss, aber Castells, der gut aufgepasst hat. Und jetzt ist der Ball schon wieder weg. Und dann müsste es das eigentlich auch gewesen sein. Ja, und dann war es das. Der VfL Wolfsburg gewinnt knapp, nicht unverdient mit 1:0, auch wenn der erste FC Köln guten Eindruck hinterlassen hat. Zum Abschluss schauen wir aber nochmal nach Dortmund. Die Augsburger haben komplett enttäuscht auf ganzer Ebene. Es war zu befürchten aus Sicht der Gäste. Es trat ein Mario Götze, Man of the Match mit 2 Treffern. Richtig auffällige Partie. Und somit geht es hier standesgemäß mit 4:0 vorbei. Das soll es aus der Konferenz gewesen sein. Viel Spaß jetzt mit dem Spiel Schalke gegen Gladbach. Bis dann. Und damit ein ganz herzliches Hallo zum Topspiel des ersten Spieltages. Und was für wunderbare Namen das in unseren Ohren sind. Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Schalke 04. Das Duell zweier Bundesliga-Trainer, Neulinge, Rose gegen Wagner. Fohlen gegen Knappen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die beiden Teams in der Bundesliga präsentieren. Auf Details gehen wir gleich noch ein. Borussia Mönchengladbach leicht in der Favoritenrolle, wobei man das am ersten Spieltag schwer sagen kann. Im 4-3-3 soll es gehen. Mbolo als hängende Spitze, Thuram und Plea leicht über die Außen. Neuhaus, Strobel in der Mitte, Wendt, Elvedi, Ginter und Leiner machen die Viererkette perfekt. Im Tor steht Jan Sommer. Und noch ein Blick auf die Schalker Elf geworfen. Nübel im Kasten, Oczypka, Nastasic, Stambouli und Jonjo Kenny in der Verteidigung. Skripski über links, Mascarell, Serda und Caligiuri in der Mitte. Harit auf der 10 und in der alleinigen Spitze. Guido Burgstaller im 4-4-1-1 bzw. 4-2-3-1 System. Sehr variabel anwendbar. Und was David Wagner da gezaubert hat, darf man ebenso heiß erwarten wie das, was sich Rose überlegt hat für seine Fohlenelf. Seine große Aufgabe. Und dann kann's losgehen. Der Bundesliga-Start nun auch für diese beiden Traditionsclubs in den weißen Trikots. Borussia Mönchengladbach von links nach rechts. Schalke in Königsblau von rechts nach links. Und die Gladbacher hier logischerweise als gastgebende Mannschaft gefordert, das Spiel anzuleiten. Direkt mal hier die erste Abseitsposition. Thuram ist da, ja, im verbotenen Raum. Nübel legt sich den Ball zum Abstoß zurecht. Schalke tat sich im Pokal nicht wirklich schwer gegen Drochtersen-Assel, brauchte es zwar ein wenig, am Ende gewannen sie aber standesgemäß. Gladbach hingegen gegen den SV Sandhausen, klar, die spielen auch zweite Liga, da war es deutlich schwieriger. Jetzt mal Plea mit der Flanke, findet aber nicht wirklich einen Abnehmer, außer Torhüter Alexander Nübel, aber Plea ist auch nicht unbedingt der prädestinierte Flankenschütze, somit keine Gefahr fürs Gehäuse. Nun auch Schalke vielleicht mal mit der ersten offensiven Annäherung, dieser Ball geht aber
eigentlich in die Füße der Gladbacher Abwehr, doch Leiner hat erstmal Probleme mit der Ballkontrolle, sodass Guido Burgstaller zum Schuss kommt. Doch Leiner badet seinen Fehler wieder aus. Und damit auch der Daumen nach oben von Tobias Strobel. Erster Eckball der Partie von der rechten Seite für Schalke. Eine Stärke in den letzten Jahren gewesen, in der letzten Saison hingegen eher weniger. Und auch hier war es eher ungefährlich. Zakaria setzt sich da durch, kein Foul. Und Gladbach mit der Möglichkeit zum Gegenangriff. Doch Schalke ist hinten direkt schon wieder sehr gut gestaffelt und geht direkt vorne drauf. Lässt da kaum Platz zum Atmen. Alassane Player. Aber Skripski, der da gut aufpasst, da hat sich Player zu lange mit dem Ball beschäftigt. Und ist jetzt wieder im Ballbesitz, kann sich diesmal aber gut damit behaupten. Und dann die erste Möglichkeit. Mbolo fackelt gar nicht lange rum und hämmert dann drauf. Leiner legt auf. Boah, super Schuss. Aber auch starke Reaktion von Nübel. Und das war das erste richtig dicke Highlight in dieser Partie. Eckstoß natürlich. Stefan Leiner legt ihn in den Rückraum. Strobel, das ist jetzt etwas zu kompliziert. Trotzdem der Abschluss. Florian Neuhaus. Und wieder Nübel. Gucken wir kurz drauf. Super Reaktion des Schalker Schlussmanns. Und wieder Gladbach. Starke Druckphase gerade. Alassane Player. Und Stambouli passt auf. Da muss Schalke jetzt erstmal durchatmen. Das waren zwei richtig gute Möglichkeiten. Und sie machen keine Pause. Zakaria, Leiner, wieder Zakaria. Mbolo. Aber Suat Serdar geht rein. Ja, Mbolo gerade gekommen von Schalke im Sommer. Der Schuss hier abgefälscht. Somit nicht wirklich gefährlich. Aber Schalke muss jetzt auf jeden Fall für Entlastung sorgen. Ansonsten ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es hier scheppert. Gladbach macht das gerade richtig gut. Stambouli passt auf, doch auch die zweiten Bälle gehen nur an die Gastgeber. Zakaria. Jetzt aber mal Bodenabstoß und kontrollierter Ballbesitz für die Wagner Elf. Das dürfte den Gästen sicherlich mal gut tun. Das war gerade eine richtig gute Phase von Borussia Mönchengladbach. Doch sie versäumten es, den Treffer zu erzielen. Und sowas kann sich auch bestrafen, wenn wir ins Lager der Floskeln greifen wollen. Suat Serdar, Burgstaller zu Arid. Gute Einzelaktion, Arid! Halb Lupfer, halb Flanke, dann aber ungefährlich. Wir schauen nochmal auf diesen Schuss von Zakaria, wobei das eher der harmloseste war von den ganzen Chancen, die Gladbach schon vorzuweisen hatte. Knappe halbe Stunde gespielt, die besseren Möglichkeiten ganz klar bei Gladbach, doch eben noch ohne Erfolg. Player sehr auffällig, doch Leiner in Abseitsposition. Läuft da gut durch und das ist eine ganz haarscharfe Situation, weil Steven Skripski diesen Schritt durchaus mitgeht. Glück für Schalke, eventuell gleiche Höhe, aber die Fahne schnellte direkt hoch. Thüram Neuhaus, jetzt eine gute Möglichkeit für Mbolo und wieder Nübel. 33. Spielminute. Da fährt er die rechte Hand aus und feiert sich vollkommen zurecht. Wieder richtig stark vom Schalker Schlussmann. Eckball von der linken Seite. Thüram legt ihn sich selber auf, aber Kelly Drury passt auf. Aber der Thüram, der
Kann schon gefallen. Auch sehr auffällig. Versucht sich hier direkt an Abschlüssen. Auch noch sehr ungefährlich mitunter, aber ansonsten durchaus positiv, wie er sich präsentiert bislang. Und Schalke kommt da hinten gar nicht richtig raus. Gladbach weiterhin komplett spielbestimmt. Zakaria, der Abschluss hier jetzt aber nicht wirklich gefährlich. Nastasic, aber direkt wieder der Ball in die Füße von Borussia Mönchengladbach. Alassane Plea nimmt sich den Schuss und was für ein Tor! 38. Spielminute. Das 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Da setzt er sich gut durch. Nübel vielleicht den Schritt zu weit vom Kasten, aber da sind drei Schalker Verteidiger, Gegenspieler um ihn rum. Und das muss natürlich verteidigt werden. Der passt auch gut rein. Nübel kaum einen Vorwurf zu machen. Aber die Situation vorher, Nastasic mit dem schlechten Ball in die Front. Gladbach fängt ihn ab. Und Plea hat dann genug vom Rumspielen vor dem 16er und netzt ein. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Wie kann Schalke damit jetzt umgehen? Skripski auf Caligiuri, die Flanke aber zu schlecht. Sommer fängt ihn ab. Und wir warten noch auf den ersten richtig guten, gefährlichen Abschluss von Schalke. Jetzt aber auch ein Fehler bei der Fohlenelf, doch auch der wird direkt wieder ausgebadet. Das Spiel nach vorne von Schalke noch mit viel Luft nach oben. Neuhaus. Gutes Auge von Zakaria. Leiner, das dauert etwas zu lange. Und Nübel kann nicht zufrieden sein mit dem, was seine Vorderleute da aktuell abliefern. Dafür, dass sie so defensiv stehen, gibt es zu viele Möglichkeiten für Borussia Mönchengladbach. Und es gibt den nächsten Eckstoß. 64% Ballbesitz, auch das eine ganz klare Sprache. Thüram, Zakaria! Da kommt ein guter Abschluss nach dem nächsten. Schalke muss eigentlich was ändern. Nach dem Seitenwechsel. Ansonsten könnte es hier noch bitter zu Ende gehen. Und Nübel bringt erstmal wieder Ruhe rein. Da fehlte gerade ganz wenig zum 2:0. Und auch da. Diesmal wäre er machtlos gewesen. Gladbach jetzt aber selber etwas zurückgezogen. Wollen mit dieser Führung in die Pause. Doch da kommt nochmal Burgstaller. Aber Elvedi gibt Druck, passt auf. Und dann ist Pause. Hochverdiente Führung für die Gastgeber. Mit 1:0 fällt diese noch zu niedrig aus. Mindestens das zweite hätten sie nachlegen müssen. Doch zumindest führen sie. Und damit kann Rose sehr zufrieden sein. Schalke im Gegensatz hat dafür im zweiten Durchgang noch viel, viel Luft nach oben. Das war's dann erstmal mit der ersten Halbzeit. Keine Sorge, geht natürlich sofort weiter. Wenn ihr nicht Lust habt, den ganzen Spieltag zu tippen, euch aber dieses Spiel hier interessiert, dann tippt doch gerne in den Kommentaren, was ihr glaubt. Ob sich Gladbach oder Schalke durchsetzen wird, wer ist in der Favoritenrolle, würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt geht's aber weiter mit Durchgang 2. Und damit sind wir zurück im Borussia-Park. Der Gastgeber hat einmal wechseln müssen. Embolo mit leichten Blessuren bleibt in der Kabine. Dafür Laszlo Benes neu dabei. Zuletzt ausgeliehen gewesen an Holstein Kiel. Dort konnte er sich beweisen und mittlerweile wohl eine feste Größe im Kader der Fohlenelf. Schalke zeigte jetzt aber direkt mal ein anderes Gesicht. Versuchen vorne Druck auszuüben und Elvedi geht erstmal auf Nummer sicher und rischt den Ball ins Seiten aus.
Uchipka lässt sich hier jetzt mit dem Einwurf ein bisschen Zeit. Aber sie haben ja auch fast die komplette zweite Halbzeit für den Treffer. Zumindest wenn sie nur unentschieden spielen wollen. Aber vom Sieg darf man hier aktuell überhaupt nicht denken oder träumen. Aber das jetzt die beste Möglichkeit für Schalke im kompletten Spiel. 52. Minute, Guido Burgstaller. Das wäre mal ein Auftakt gewesen in den zweiten Abschnitt. Und dann hätten sie tatsächlich wirklich schon vom Dreier träumen können. Jetzt laufen sie weiterhin diesem Rückstand hinterher. Nassim Boujelab kommt jetzt für Suat Serdar. Keine überragende Partie, wie aber eigentlich alle der Schalker, bis auf Nübel, der hervorzuheben ist. Nun Borussia Mönchengladbach gefordert, das Spiel wieder zu beruhigen. Aber Schalke kommt wieder. Wagner wohl mit den richtigen Worten. Guido Burgstaller, Boujelab direkt mal in Szene gesetzt, aber der nimmt Kenny mit, der rechte Verteidiger. Bringt die Flanke rein, die ist noch abgefälscht, aber Ginter passt auf. Wendt macht es da fast selber noch etwas gefährlich. Aber jetzt ist Borussia Mönchengladbach wieder Herr der Lage. Und Schalke zieht sich etwas zurück. Tief gestaffelt mit dieser Viererkette, zwei Sechser davor, die jetzt aber gut ausgespielt wurden. Neuhaus, Benesch mit der Flanke. Nastasic und Neuhaus. Knappe Stunde gespielt. Nun noch der erste Abschluss für Gladbach im zweiten Durchgang. Trifft aber nur das Außennetz. Derweil Raphael in der Partie. Thüram macht Platz. Ganz ordentliche Partie. Der Neuzugang hat sie noch nicht ganz mitreißen können, die Gladbacher Fans. Aber er hat sich schon mal gezeigt. Und das war doch ganz ordentlich hier im Borussia-Park. Skripski, bislang auch noch zu unauffällig mit dieser verkorksten Flanke. Doch zumindest etwas besser das Spiel der Schalker im ersten Abschnitt des zweiten Durchgangs. Es gab aber eben nur eine gute Möglichkeit von Burgstaller in der 52. Danach wurde es dann wieder deutlich weniger. Aber es ist ausgeglichener. Gladbach macht nach vorne auch nicht mehr so viel. Das Gros an Chancen hatten sie im ersten Durchgang. Überhastete Flanke. Nastasic muss da aufpassen, sich nicht den Ball abluchsen zu lassen. Aktuell ist das hier spielerisch ziemliche Magerkost. Geht aber von beiden Seiten aus. Jetzt vielleicht mal eine Kontermöglichkeit. Harit verschleppt das Tempo erst nicht schlecht, doch Schalke braucht viel zu lange, um nachzurücken. Und somit ist diese Szene eigentlich wieder komplett entschärft. Zakaria, guter Einsatz, wird ihm aber abgepfiffen. Nochmal ein Wechsel bei Schalke. Matondo kommt für den unauffälligen Skripski. Vielleicht sogar etwas zu spät, dieser Wechsel, aber das liegt natürlich in den Händen von David Wagner. Schwacher Freistoß. Was lässt sich eine Viertelstunde vor dem Ende schon mal sagen? Gladbach führt hier nach wie vor absolut verdient. Doch es ist eine wackelige, eine ganz knappe Führung, die hier auf dem Papier steht. Doch wenn diese Flanken dann kommen, die Sommer so einfach abgreifen kann, dann dürfte es auch bei diesem Resultat bleiben. Doch Gladbach hätte eigentlich daran anknüpfen müssen, an das Spiel aus den ersten 45 Minuten. Das konnten sie nicht, weil Schalke das zwar konzentrierter macht,
aber sie auch etwas vom Gaspedal gegangen sind. Somit das Risiko. Bojelab jetzt. Mit langen Bällen wird natürlich agiert. Doch diese Flanken sind für Jan Sommer allesamt kein Problem. Der ist nicht riesig, der Schweizer Schlussmann. Doch ohne Druck, ohne Gefahr fängt er die ab. Und darauf ist das Spiel von Schalke eigentlich auch nicht ausgelegt. Burgstaller zwar kein schlechter Kopfballspieler, doch nicht der allergrößte. Der Leuchtturm vorne fehlt. Der ist nicht existent. Jetzt zumindest mal wieder eine Möglichkeit. Nübel aber auch ohne Probleme. Raphael mit dem ersten Abschluss nach seiner Einwechslung. Die Schlussminute läuft. Es sieht nicht danach aus, als könnte Schalke noch was reißen. Es ist Lucky Punch Zeit. Doch Gladbach spielt das ganz überlegt jetzt runter. So natürlich nicht. Aber Einwurf für Gladbach und es gibt nochmal einen Wechsel bei Schalke. Das sollte jetzt etwas schneller gehen. Und Harit geht runter für Kutucu. Ja, knapp 40 Sekunden vor dem Ende. Sei mal dahingestellt, dieser Schachzug. Doch er war natürlich nicht mehr entscheidend. Gladbach setzt sich knapp, aber verdient durch. Im Topspiel der Woche gewinnen sie mit 1:0 gegen Schalke. Hätten es im ersten Durchgang schon viel klarer gestalten müssen. Die zweiten 45 Minuten waren dann deutlich ausgeglichener. Kein Fußball-Leckerbissen. Doch das dürfte Gladbach egal sein. 2:0 gespielt, die 3 Punkte eingefahren. Plea entschied diese Partie mit seinem Traumtor. Und Schalke startet in die Saison mit 0 Punkten. Sonntagnachmittag, Eintracht Frankfurt empfängt die TSG 1899 Hoffenheim
in Weiß. Die Gäste von rechts nach links traten hier richtig gut auf. Und Rudi, der sich hier direkt mal stark durchsetzt, aber nicht das Auge für den mitgelaufenen Kader Rabeck behält. Selber abschließt, Kevin Trapp testet, aber nicht überwinden kann. Das hätte hier nach nicht mal 20 Minuten schon die Führung für Hoffenheim sein müssen. Aber Trapp, der Rückkehrer, in überragender Verfassung. Frankfurt tat sich schwer nach den ganzen Qualifikationsspielen schon wieder hart gebeutelt. Und somit die nächste Möglichkeit für Hoffenheim. Grilic bekommt hier den Ball, doch der Winkel ist dann zu spitz, der Abschluss überhastet. Und weiterhin nur die Sinsheimer. Ilas, Bebu, Scholloi, Rudi und Pavel Kaderabek mit der Hacke legt da zurück. Und wieder Kevin Trapp, der eingreifen muss. Die letzte Möglichkeit des ersten Durchgangs. Trapp hatte sich direkt mal wieder richtig viel Selbstvertrauen erarbeiten können. Und somit ging es extrem glücklich für die Gastgeber mit 0:0 in die Halbzeit. Das sollte sich nun ändern. Das ist Philipp Kostic, der das Auge für Fernandes hat. Und Frankfurter, die sich gegen Mannheim im Pokal auch extrem schwer taten, kommen jetzt hier wieder nach vorne, aber diese Flanke von Kaderabek abgefälscht. Ein richtig guter Abschluss war weiterhin noch nicht zu erkennen. Nun wieder Hoffenheim. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Der zweite Durchgang lange nicht mehr so gut von den Gästen geführt wie der erste. Aber Frankfurt stand nun auch in der Defensive besser. Das zumindest konnte man ihnen zugute halten. Und somit schon in der Schlussminute. Geiger mit dem schönen Ball auf Adam Scholloi. Der gehört eigentlich in die Mitte, macht es aber gut. Scholloi zu Kaderabek. Und Kevin Trapp pariert in der Nachspielzeit. Hält dieses 0:0 fest. Klärt zum Eckball. Und auch dieser wurde nochmal ausgeführt. Sollte Hoffenheim der verdiente Lucky Punch gelingen. Aufs kurze Eck getreten, Adam Scholloi und Kevin Trapp hält. Der Mann des Spiels steht ganz klar zwischen den Pfosten bei den Frankfurtern. Und somit der erste Punktgewinn für Frankfurt. Die bekam von ihrem Publikum trotzdem Applaus, weil sie kämpften. Nach vorne war es aber von der Hütterelf zu wenig. Der erste FC Union Berlin empfing zum Abschluss des ersten Spieltags RB Leipzig. Da ist eine Rivalität sicherlich nicht ausgeschlossen, insbesondere von Seiten der Berliner. Aber das war hier auf dem Platz natürlich irrelevant. 13. Spielminute, Yusuf Paulsen mit der ersten Abschlussmöglichkeit gegen tief gestaffelte Unioner taten sich die Leipziger schwer. Auch wenn sie hinten kaum etwas zuließen, mussten sie selber das Spiel machen, das ihnen eigentlich nicht so gut gefällt. Marcel Sabitzer steckt durch zu Paulsen, der aus zu spitzem Winkel und mit Gegnerdruck den Ball aber nicht auf den Kasten bekommt. Gikiewicz macht sich auch noch groß, wäre sonst wohl auch zur Stelle gewesen. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal die Leipziger über die linke Seite mit Mateusz Kunja. Das ist eine super Flanke und der Kopfball von Paulsen veredelt diesen Ball. Erstes Saisontor natürlich für den Dänen am ersten Spieltag. Geht doch direkt mal gut los hier für die Nagelsmann 11. Und das war auch hoch verdient. Nach 45 Minuten standen sehr viele Torschüsse auf dem Papier, aber einzig und allein für die Gäste. Daran wollten sie im zweiten Durchgang anschließen und das taten sie auch zunächst. 52. Minute, erstes Saisontor auch für Mateusz Kunja. Diesmal die Vorlage von Paulsen. Da kommt der Unioner Verteidiger nicht mehr hinterher.
Und nochmal so ein Flankenball. Diesmal aber kein Kopfball, sondern eine fantastische Direktabnahme von Marcel Sabitzer. Und die qualitativen Unterschiede wurden dann doch zu eklatant und spiegelten sich auch an der Anzeigentafel wieder. Auch wenn jetzt Berlin nochmal kam in der Schlussphase. Die Eisernen zumindest diesen Eintreffer wollten sie erzielen. Den ersten in der Bundesliga-Geschichte. Ingwarzen nimmt den schön, doch Gulaschi pariert. Somit weiterhin 0:3. Die Ansätze jetzt zum Schluss der Partie, als schon alles entschieden war, waren durchaus ansehnlich bei Union. Nochmal Lenz mit dem Schuss. Doch am ersten Spieltag sollte den Eisernen der erste historisch wichtige Bundesliga-Treffer nicht gelingen. Sie müssen sich hochverdient mit 0:3 den Roten Bullen aus Leipzig geschlagen geben. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wir schauen noch einmal auf die Ergebnisse. Der FC Bayern München gewinnt 4:0 gegen Hertha BSC, BVB ebenfalls 4:0 gegen Augsburg. Das nächste 4:0 dann Leverkusen gegen Paderborn, Wolfsburg gegen Köln 1:0, Bremen gewinnt 2:1 gegen Düsseldorf, Freiburg gegen Mainz 0:0, Gladbach im Topspiel 1:0 gegen Schalke, Hoffenheim in Frankfurt ebenfalls 0:0 und Union Berlin verliert zum Auftakt mit 0:3 gegen Leipzig. Jetzt bekommt ihr nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle, die nach einem Spieltag natürlich komplett ohne Aussage ist. Trotzdem könnt ihr euch sie gerne nochmal anschauen im Überblick. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Prognose. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann und tschüss. Und wenn ihr noch Interesse habt, schaut euch gerne das Making-of zu dieser Prognose rein.